Bin ich lang gegangen hier unten, ne? Wie schnell der zuschlägt. Ah. Achso, das war eigentlich eine Falle. Oh, ein blaues Elixier. Okay. Und ich bin ja gekonnt umgangen. Aber eigentlich wollte ich nur mal kurz nach deiner neuen Kleidung gucken. Schauen wir mal kurz. Die Jägermütze. Die hat weniger Abwehr. Zumindest weniger Gesamtabwehr. Moment. Ich gehe mal kurz irgendwo hin, wo es nochmal safe ist. Bevor hier gleich nochmal doch irgendwie ein Monster entlang gelaufen kommt. Ich bin noch sicher, hier ist safe. So, lasst mich mir das mal kurz mal angucken. Wobei... Doch, hier Inventar war richtig. Also. Der hat mehr Verteidigung gegen stumpfe Angriffe, aber weniger allgemein. Oh, allgemeine. Weniger gegen Blut. Weniger gegen Arkan. Eigentlich nur gegen mehr stumpf. Also lohnt sich nicht. Die Jägerhose ist prinzipiell besser. Das heißt, die ziehen wir mal. Warum kann ich die jetzt nicht anziehen? Oh, Knopf. Aber die Hose wäre zumindest schon mal besser. Die Handschuhe... Die Handschuhe wären besser. Und das Jägergewand ist boah, mehr oder weniger auch besser. Aber ich kann es gerade nicht anziehen, warum auch immer. Achso, ich muss auch hier auswählen. Ich wollte unbedingt den Zylinder haben, oder? Wunderschön. Ich kann ja mal kurz mal vergleichen. 53 physische Abwehr habe ich so mit dem neuen. Und... 53 haben wir mit dem anderen. Also okay, es macht also keinen Unterschied. Dann ziehen wir uns halt eben die neuen Sachen an. Okay. Dann haben wir den neuen Stuff jetzt an. So, und ich habe noch irgendwas bekommen von denen. Elixier. Okay. Heißt das, wenn ich ein Elixier trinke und mich nicht bewege, dass ich unsichtbar bin? Ist da unten irgendwas? Der Tod. Schauen wir mal weiter. Oh no. Kommt ruhig her. Aber einer nach dem anderen. Nicht alle zusammen. Vor allem, wenn der Dogo schon auf mich zukommt. Aua. Alter, wie viel Schaden der einfach macht. Hallo?
Der hatte keinen Bock. Ich sehe schon. Ist auch nichts weiter. Oh, Kaltblut-Tau. Das ist gut. Und Molotow-Cocktails. Was? Hä? Was habe ich getan? Hä? Hä? Ich habe nur durchgeschaltet. Was hat er sich gerade reingedrückt? Was ist dieses plus 5? Ich habe die Notversorgung mit Quecksilberkugeln aktiviert. Wie? Habe ich mir gerade Schaden zugefügt? Wie? Hm, könnte das eine Falle sein? Natürlich. Wo kommst du jetzt eigentlich plötzlich her? Okay, hier ist auch sonst niemand. Steuerkreuz nach unten. Aber Steuerkreuz oben und unten ist doch zwischen den Dinger hin und her wechseln, oder nicht? Also zwischen den Secondary... Moment. Steuerung. Oh. Steuerung? Ah, sortieren. Wo kann ich die Steuerung nochmal nachgucken? Ist auch nur für hier. Steuerkreuz unten ist Item wechseln, Steuerkreuz oben ist HP in Bullets umwandeln. Da bin ich wohl aus Versehen auf unten, auf oben gekommen dann zwischenzeitlich mal. Ist ja noch ein Dogo. Sind die Dogos weg? Achso, ist doch nur die Laterne. Hallo. Achso. Ich bin einfach nur hier reingegangen. Ne, Moment. Das ist ein anderes Gebiet. Ah! Die Tür geöffnet? Ich habe eher das ganze Grab geöffnet. Das ist auch okay. Wissen des Verrückten. So, aber hier oben war jetzt aber noch ein Weg. Hallo? Hier ist nichts, dann kann ich hier runter. Bist du friedlich? Kann ich mit dir reden? Ja. Ihr seid ein Bestienjäger, nicht wahr? Ich wusste es. Genauso habe ich auch angefangen. Oh, Verzeihung. Ihr könnt mich Alfred nennen. Schützling von Meister Logarius, Jäger der Ekelblüter. Also, was meint ihr? Unsere Beute mag verschieden sein, aber wir sind beide Jäger. Warum arbeiten wir nicht zusammen und tauschen unsere Erfahrungen aus? Oh, sehr schön. Wirklich sehr schön.
Nehmt dies zur Feier unserer Bekanntschaft. Feuerpapier. Und beten. Die Bestienjagd ist ein heiliger Akt. Möge das gute Blut euch den Weg weisen. Was habe ich da jetzt bekommen? Feuerpapier? Okay, du kannst... Haben wir Feuer auf den Waffen? Und beten... Ja. Sehe ich dann schon noch. Ach, beten ist ein Emote. Ah. I see. Wir müssen uns unendlich los. Was haben wir die heilige Kirche? Ist die heilende Kirche der Ursprung der Blutheilung. Tja, ich bin ein einfacher Jäger und kenne mich mit ihren Angelegenheiten nicht so gut aus. Aber ich habe gehört, dass das heilige Medium der Blutheilung in der Hauptkathedrale verehrt wird. Und dass die Räte der alten Kirche im oberen Teil des Kathedralenbezirks wohnen. Wenn ihr die Blutheilung wollt und die Kirche sie bewilligt, solltet ihr sie aufsuchen. Über wen? Bürgenwert. Bürgenworth ist ein alter Ort der Lehre. Und das Grab der Götter, das unter Yharnam erbaut wurde, sollte jedem Jäger bekannt sein. Einst entdeckten junge Bürgenworth-Gelehrte tief unten im Grab ein heiliges Medium. Dies führte zur Gründung der heilenden Kirche und der Einführung der Blutheilung. In diesem Sinne kann alles Heilige in Yharnam nach Bürgenworth zurückverfolgt werden. Doch heute liegt die Akademie tief in einem dichten Wald, verlassen und verfallen. Und noch dazu hat die heilende Kirche Bürgenworth zu verbotenem Grund und Boden erklärt. Man weiß nicht, wie viele der Gelehrten noch am Leben sind, aber nur wer das Passwort kennt, darf das Tor durchschreiten. Ich verabschiede mich. Es war mir eine Freude. Möge das gute Blut euch den Weg weisen. Okay. Er hat uns zumindest Feuerpapier geschenkt. Und hat uns von verbotenen Orten erzählt. Verbotene Orte sind doch immer geil. So, theoretisch könnte ich da jetzt runter. Unter dieses Grab. Ich gucke mich jetzt aber noch mal ein bisschen um, weil ich das Gefühl habe, dass ich da noch nicht runter möchte. Ob ich irgendwo noch was anderes finde. Aber ich hätte potenziell noch einen anderen Weg, den ich gehen könnte. Schauen wir noch mal. So. So, sind wir wieder hier auf dem Platz. Da war nämlich noch ein Weg. Mit. Oh, ein Hackepeter. Oh shit. Ein Hacke-Peter und ein Knüppel-Peter. Autsch. No! Okay. Autsch.
Also ich will ungern gegen beide kämpfen. Einer wäre okay. Oh shit, das hat ihn gar nicht getötet. Geh weg. Okay. One down. Oh shit, ich wollte ihn eigentlich erstmal davon looten. So. Weg mit dir. Blutfiolen. Und glänzende Münzen noch mehr. Also noch mehr von dem Rahmen. Und die haben eh nur Kiesel. Diese Rahmen klingen immer so unglaublich brutal, aber eigentlich können die nicht so viel. Außer mir viel Schaden machen. So, solange Herr Axtgeil da hinten nicht nochmal wieder zurückkommt, ist es ja hier erstmal okay. I think. Kann ich hier runterfallen? Ich denke mal. Sollte ich hier runterfallen? Ich denke mal nicht. Oh, ein Fernrohr. Das kann ich mir sicher ausrüsten, oder? Hier? Da. Okay. Ich habe ein Fernrohr. Dann schauen wir mal in der Richtung weiter. Da vorne sehe ich wieder so einen Knüppelpeter. Knüppel oder... Oh Gott. Nein, das wollte ich nicht tun. Was für ein Peter bist du da hinten eigentlich? Will ich das wissen? Läuft da hinten rum. Hä? Da ist gerade irgendwas despawnt da hinten. Ich hab's genau gesehen. Von hinten ist safe, ne? Okay. Morgen. Gute Nacht. Yikes, hast du eine Reichweite? Ich glaube, ich brauche mal ein bisschen mehr Reichweite. Aber greif mir damit zu lahm an. Oh shit. Weg hier. He came in like a wrecking ball. Wenn ich dem am Arsch klebe, kann er mir doch eigentlich gar nichts, oder? Danke. Also irgendwie hat er mich am Ende nicht mehr getroffen, als ich ihm am Arsch klebte. Es war irgendwie richtig.
Von hier ist gerade eben ein Gegner, die spawnt. Stick to his ass. Gleich Soul Spawn. Ja, das habe ich jetzt auch schon irgendwie mitbekommen. Aber eigentlich würde ich gern so langsam wieder zurückgehen. Weil ich schon eine Menge Seelen mittlerweile habe. Ob ich mein Kommen so ankündigen sollte, ich weiß ja nicht. Fest verschlossen. Irgendwie war hier nichts. Also, keine Falle halt. Und irgendwie kein Schalter. Gut, ich musste halt den Gegner gerade eben besiegen, um hier dran zu kommen. Was ist eine Frage? Nein. Wie wechsle ich meine Zweitwaffe? Wie wechsle ich die Zweitwaffe Pistol? Die Pistolen-Zweitwaffe, wie wechsle ich die denn? Hoppala. So? Nein. Ach so, Steuerkreuz links. Ja gut. Vielleicht kann ich damit ein bisschen die Dinge anzünden oder irgendwie sowas. Aber die Tür will sich nicht öffnen lassen. Na gut. Dann lad schon wieder zurück. Wenn hier sonst nichts weiter ist. Surprise, surprise. Nö, gerade nicht, aber irgendwie... Wisst ihr, erstes Gebiet, alles ist irgendwie ineinander vertrackt. Zweites Gebiet, Sackgassen everywhere. Einfach eine Sackgasse nach der anderen. Ich schließe Gebiete einfach ab. Was habe ich eigentlich gerade bekommen, wenn ich drüber nachdenke? Da. Mäßigung Blutedelstein. Kann ich aber nicht verwenden. Anzeigen. Blutedelstein, der Waffen verstärkt und verschiedene Eigenschaften hinzufügt. Blutedelsteine sind sehr seltene Blutsteine, die durch Kaltblut wachsen. Blutedelsteine werden in Werkstatt Werkzeugen mit Waffen eingearbeitet, wenn die Form übereinstimmt. Die meisten strahlenden Blutedelsteine haben Waffen, haben Effekte, die sich auf physische Angriffe auswirken. Okay. So, dann haben wir nach oben hin noch einen Weg. Habe ich das hier schon aktiviert? Das ist schon aktiviert, ne? Noch nicht. Hat mir irgendwie nichts gebracht. Oh, da kommt er wieder. Ich habe eine Idee. Ich könnte ihn einsperren. Da könnte ich mich oben in Ruhe umschauen. Ja, das Grab, das hebe ich mir für später auf. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich will mit dem da noch nicht kämpfen.
Frag mich nicht warum, aber irgendwie habe ich ein richtig schlechtes Gefühl bei dem. Die Sache ist, wenn ich die Tür dazu mache, komme ich ja nicht mehr da rein, ne? Das heißt, ich muss jetzt nach oben. Ich könnte mich von der anderen Seite einschließen. Weil dann bin ich ja am Schalter noch dran. Oh shit, hier ist zu. Ein besonderes Emblem öffnet die Tür.